Ich will heute mal ein bisschen über Werbung reden. Werbung begegnet uns im Alltag überall, im Fernsehen, auf der Straße, auf Plakaten, an Bussen, auf Bahnen. Im Radio hören wir sie, wir sehen sie sogar an Menschen, an Autos. Also quasi uns umgibt die Werbung im Alltag überall. Und wir kommen quasi gar nicht von ihr weg. Also Werbung muss quasi ein sehr effektives Mittel sein, um die Leute zum Kaufen zu verleiten. Aber warum ist es überhaupt so? Die Werbung, die gaukelt uns ein Gefühl von Mangel vor. Sie impliziert also, dass wir etwas brauchen, um uns besser zu fühlen. Also wir haben noch nicht alles, um uns gut fühlen zu dürfen. Und erst wenn wir dieses Produkt haben oder diese Dienstleistung in Anspruch genommen haben, erst dann dürfen wir uns gut fühlen und vollständig fühlen. Und ich habe schon oft in meinen Videos gesagt, das ist eine Sache der oberflächlichen Erfüllung. Und diese oberflächliche Erfüllung kann einen niemals erfüllen. Das heißt, es geht immer weiter. Deswegen funktioniert die Werbung auch immer, immer weiter. Wenn man dann denkt, okay, jetzt kaufe ich mir das und dann geht es mir gut, dann ist es so, am Ende fühlt man sich dann nicht besser und will schon wieder das Nächste haben und das Nächste und das Nächste. Und wer meine Videos schon geschaut hat oder ein paar Videos schon geschaut hat, der weiß, dass dieses Gefühl, dieser Mangel, dass der nie gestillt werden kann und dass das wirklich die wirkliche Erfüllung von innen herauskommt, vom tiefen wahren Ich, und dass diese Äußerlichkeiten nur Sachen sind, mit denen man spielen kann, mit denen man sich Spaß an der Oberfläche bereiten kann, die aber niemals eine tiefe Erfüllung geben. Und wenn man das erkennt und das mit einbezieht, dann wirkt Werbung gar nicht mehr so auf einen, also so stark auf einen, sondern eher schwächer. Man schaut sich Dinge an, man tut sie aber nicht mehr mit so einem tiefen Selbstwertgefühl verknüpfen, wie die Werbung es einem verkaufen will. Und es ist wichtig, das zu erkennen, damit man sich nicht in dieser Spirale weiterdreht und diesen Konsum mitmacht und immer Sachen kauft, die man vielleicht auch gar nicht braucht, nur damit man dazugehört oder damit man sich vollständig fühlt und so weiter. Das ist ein wichtiger Aspekt. Und immer im Kopf behalten, Werbung verspricht einem Erfüllung da, wo überhaupt keine Erfüllung stattfinden kann. Bis zum nächsten Video, ciao.